Wir sind wach und wir haben schon wieder genau hier gepennt, unter diesem Unterstand. Und es hat die gesamte Nacht lang geregnet. Dieser ganze Regen, der hat uns die ganze Zeit genervt und belästigt. Man konnte schlechter schlafen mit dem Regen. In der Zwischenzeit hat Helmut Essen von gestern warm gemacht. Das ist unser Vollfett-Frühstück, damit wir stark und fett werden. Und heute soll es den gesamten Tag regnen. Aber ich habe den Kai Sackmann Gedächtnischirm dabei. Guck. Oh Scheiße, unser Schließfach, der klemmt. Der Schlüssel geht nicht raus. Der klemmt fest. Das ist scheiße. Also jetzt ist dieser Schlüssel hier abgebrochen und wir kommen nicht an unsere Sachen ran. Und ich habe gerade ein Telefonat geführt mit die das hier machen. Und die haben gesagt, dass die das dann aufbrechen und später zu mir nach Hause versenden. Und dass die erst in den nächsten 3 Tagen das machen. Das ist richtig widerlich. Das ist richtig scheiße mit dem Schließfach, dass wir jetzt 3 Tage nicht an die Sachen rankommen. Und diese ganzen Sachen von dort zu mir nach Hause geschickt wird. Das hier, das nennt sich Zahnradbahn. Weil hier auf diesen verdreckten, versifften Schienen, da wachsen Zähne raus. Wir sind an unserer Haltestelle angekommen und darauf, dass wir hier angekommen sind, werde ich erstmal ein Apfeldreieck essen. Und jetzt Bergwanderung Start kommt. Und heute laufen wir nach Richtung Zugspitze, zu einem Lost Place. Und das wird unser Pennplatz sein. Guck mal, hier vorne sind überall diese versifften Wolken. Und wir müssen hier runterlaufen bei diesen Schotterstein. Und da oben, da sind diese Vollfettberge. Wir gelaufen jetzt einen Weg mit ganz viel Luftfeuchtigkeit drauf. Da höre ich Hirschgeräusche. Aber weil Helmut die ganze Zeit die Maske trägt und das nicht durchkommt, hört er das nicht. Und deswegen höre nur ich die Hirschgeräusche von da ganz hinten. Und guck mal, hier vorne sind ganz viele fettige Kieselsteine. Wenn sich einer davon löst und uns trifft, dann ist alle Katastrophe kaputt. Guck mal, wir müssen jetzt hier hochklettern, wo diese ganzen Steine sind. Wir sind gerade von da ganz unten hochgelaufen, diesen Abhang. Und guck mal hier. Hier vorne ist ein Klettersteig. Das heißt, wir müssen hier irgendwie hochklettern. Wo das hier, genau. Genau, das machen wir jetzt. Wir sind gerade vom Weg abgekommen und wir haben so ein paar Felsen bestiegen, die nicht zu diesem Klettersteig gehört. Und genau, und jetzt haben wir diesen Klettersteig wieder zurückgefunden. Und jetzt klettern wir genau hier weiter. Auf diesen Klettersteig. Und Scheiße, hier vorne ist immer mehr Schnee. Das heißt, hier ist viel mehr Rutschgefahr und sowas.
Wir müssen den ganzen Berg noch hoch. Hier vorne liegt noch viel mehr Schnee rum. Heute ist ein exzellenter Tag, um zu sterben. Der Sackkarren ist leider schon tödlich abgestürzt. Der Sonnenuntergang war schon, wir müssen uns beeilen. Fast 11 Jahre kurze Hose. Ein paar Höhenmeter müssen wir noch machen. Von da unten kommen wir. Und wir werden hier die ganze Zeit von diesem weißen Zeug hier belästigt. Von da hinten kommen wir und dort geht's nicht weiter. Jetzt müssen wir den gesamten Berg wieder runterlaufen. Und beim Runterlaufen passieren die meisten Abstürze. Guck mal, von diesen Schnüren, wo man sich eigentlich festhalten sollte, sind hier manche hier kaputt. Das heißt, wenn man nicht aufpasst, dann fällt man da ganz weit runter auf den Kopf drauf. Hier, guck mal, hier sind überall diese abgerissenen Stellen von diesen Schnüren, wo man sich eigentlich festhalten sollte. Und jetzt fängt das an zu schneien. Mittlerweile sind wir in der alpine Survival-Situation, weil oben besteht erhöhte Lawinengefahr. Oh, da ist schon, guck mal da fliegt schon alles runter, du. Geil, wir werden einfach am Berg verenden. Guck mal, da ganz unten, da ist die Ortschaft, wo wir hin müssen. Prüfen, ob das hier der richtige Weg ist. Also genau, ganz sicher bin ich mir nicht. So sieht's aus, also das ist alles harmlos. Sonst kann nur noch ein Baum töten. Oder irgendein Wildtier. Wir sind oben angekommen und dann wieder zurückgelaufen. Und jetzt sind wir vollkommen duschnässt in einer Schutzhütte gelandet. Und hier pennen wir. So, wir sind aufgestanden und wir sind immer noch komplett durchnässt von gestern Abend. Und hier hängen die ganzen Sachen hier rum zum Trocknen. Und der verranzte Gesicht von Helmut muss auch trocknen. Der ist auch ganz nass geworden von gestern. Und wir sind gerade dabei, Tee zu kochen. So, jetzt wird Schwarztee gesoffen. Heute Schwarztee, weil wir haben kein Koffein hier. Guck mal, wir werden hier von diesen Hühnerköpfen hier belästigt. Und da hinten, da kommt noch ein Hühnerkopf vorbei, der uns auch nerven möchte. Die beiden, das sind richtige Belästiger. Wir werden hier von noch viel mehr Hühnerköpfen hier belästigt. Die laufen hier rum. Helmut hat hier so einen Schluck von diesem Wasser hier reingemacht. Also von diesem Seewasser, weil der sieht so klar aus. Und der wird probiert. Ungefiltert und das schmeckt trotzdem so wie Leitungswasser, sogar besser. Das ist richtig geil, das ist das beste Seewasser, was ich jemals gesoffen habe. Excellent. Guck mal, hier vorne sind schon wieder Schienen mit Zähnen dran, wo hier dieser Zug hier durchfährt. Und hier werden wir jetzt einsteigen. So, jetzt Ausstieg Start kommt. Das ist eine richtige Vollengbahn mit Zehen darunter. Ohne Vaginalschleim. Dieser Schließfach. In dem Schließfach haben wir ein paar Sachen drin. Oder eigentlich sogar ganz viele Sachen. Und das wurde aufgebrochen und nach Ingolstadt gebracht. Und deswegen müssen wir jetzt zum Ingolstadt hinfahren und dort das zu holen. Guck mal, das ist unser Schließfach, was aufgebrochen wurde. Und hier ist dieser abgebrochene Schlüssel, der hängt da immer noch dran. Und genau, unsere Sachen wurden entnommen und nach Ingolstadt gebracht. Deswegen fahren wir erstmal nach Ingolstadt, um die Sachen zu holen. So, jetzt gelaufen wir zu dieser, da wo unsere Sachen sein sollten. So, wir waren gerade bei der Deutschen Bahn Informationen drin gewesen und die haben tatsächlich unsere Sachen hier gehabt. Das heißt, wir haben unsere ganzen Sachen wieder zurück. Das ist sehr gut, das ist richtig gut, das ist perfekt.